Achtung! Der nachfolgende Beitrag könnte bei Zuhörern mit festgefahrener Sichtweise starke Emotionen auslösen. Bei nachfolgender Verwirrung oder geistiger Auswirkung haftet nicht der Videoersteller. Augen auf Neues. Dann richtet das Volk, dann gnade euch Gott. In der Truppe rumort es offenbar schon länger. Es gibt sie, aktive und ehemalige Soldaten, die ihre Stimme gegen die Regierung Merkel und die USA erheben. In diesem Artikel spricht der ehemalige Oberstleutnant Max Klar und heutige Vorsitzende des Verbands Deutscher Soldaten Klartext. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, kritisiert er die anhaltende Besatzung Deutschlands durch die Amerikaner und warnt Merkel und die USA-Besatzer mit dem berühmten Zitat von Karl Theodor Körner. Zitat: Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade euch Gott. Liebe Kameradinnen und liebe Kameraden, in diesen Tagen wünscht sich mancher von uns, die Straftatbestimmung Hoch- und Landesverrat wären nie aus unserem Strafgesetzbuch gelöscht worden, weil es die sozialliberale Koalition 1969 tat, ehe sie ihre neue Ostpolitik in die Tat umsetzen konnte. Denn wenn diese Paragraphen noch Gültigkeit besäßen, winkte einigen deutschen Politikern für manche ihrer Unternehmungen Zuchthaus, das es einst als verschärftes Gefängnis gab. Kein Politiker dürfte dann beispielsweise auf die universalen Rechte der Heimatvertriebenen verzichten oder sie in der Tagespolitik unberücksichtigt lassen. Ebenso wenig dürfte er Souveränitäts- und Haushaltsrechte an die Europäische Union abtreten, um Deutschland endgültig der Ausplünderung durch diejenigen auszuliefern, die ihre Finanzen nicht im Griff halten können und wollen. Haben wir mit unseren Steuern 2010 die letzten Raten der 90-jährigen Siegererpressung aus dem Versailler Diktat bezahlen müssen, wird die deutsche Wirtschaft infolge des bevorstehenden finanziellen Ruins wohl niedergehen. Das war aber seit Beginn des 20. Jahrhunderts Ziel unserer Kriegsgegner. Zitat: Wenn Deutschland in den nächsten 50 Jahren wieder Handel zu treiben beginnt, ist dieser Krieg umsonst geführt worden. Zitat Ende. Im Februar 2010 schrieb ich ihn und muss das hier wiederholen. Beide Weltkriege wurden von Großbritannien und seinen Verbündeten als zweiter 30-jähriger Krieg geführt, um Deutschland als Wirtschaftsmacht auszuschalten. Dazu bekannte man sich in der britischen Öffentlichkeit so, Zitat: Wir sind 1939 nicht in den Krieg eingetreten, um Deutschland vor Hitler oder die Juden vor Auschwitz oder den Kontinent vor dem Faschismus zu retten. Wie 1914 sind wir für den nicht weniger edlen Grund in den Krieg eingetreten, dass wir eine deutsche Vormachtstellung nicht akzeptieren können. Zitat Ende. Man beachte, Briten unterlegten ihren Vernichtungskriegsziel, also einen edlen Grund. Stellen Sie sich bitte vor, einer von uns täte das und würde behaupten, Deutschland hätte aus dem edlen Grund Krieg geführt, seine Freiheit gegen vernichtungswillige Gegner zu bewahren. Man säße im freisten Staat, der je auf deutschem Boden existierte, sicherlich bald auf der Anklagebank. Hier muss dem Zitat, um der klaren Wahrheit willen, angefügt werden, dass in den Krieg eintreten oder eingetreten nichts anderes heißt, als Großbritanniens und Frankreichs Kriegserklärung nur an Deutschland und nicht auch gegen die UdSSR, die Polen von Osten her angegriffen hatte. So rief denn Churchill aus diesem Anlass emphatisch aus: Dieser Krieg ist Englands Krieg. Sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands. Vorwärts, Soldaten Christi! Wer bitteschön war denn der Kriegstreiber und bemühte nun auch noch Christus zur Vernichtungsmotivation seiner Soldaten? Deutsche haben allen Grund, den 8. Mai 1945 als den Tag anzusehen, an dem die Ausschlachtung des völlig entrechteten Deutschlands begann. Das sollten wir jedem entgegnen, der uns mit der Befreiungslüge kommen will.
allen voran der Frau Merkel. Ich bin geboren, deutsch zu fühlen, bin ganz auf deutsches Denken eingestellt. Erst kommt mein Volk und dann die anderen vielen. Erst meine Heimat, dann die Welt. So leitete Generalmajor außer Dienst Jürgen Reichert kürzlich einen sehr interessanten Essay ein, in dem er ausführt: Darf man heute so etwas sagen, gar schriftlich verbreiten? Man kann sich jedenfalls lebhaft die Empörung jener vorstellen, die hinter jedem vaterländischen Bekenntnis und erst recht bei diesem Wort einen gesellschaftsdrohenden Nationalismus am Werk sehen. Liebe zum eigenen Volk? Ungeheuerlich. Allerdings nur, wenn es sich um das deutsche Volk handelt. Von anderen wird es geradezu verlangt. Stünde statt Deutsch beispielsweise Polnisch, würden dieselben Empörerinnen wohl, von Ergriffenheit gerührt, zur Sympathiekundgebung ob solcher Aufrichtigkeit der Empfindung auffordern und verlangen, die Gefühle anderer zu respektieren. Würden Türken der dritten Generation in Deutschland so reden, würde es an Ermutigung nicht fehlen, diese Beispiele eigener Identität ja nur zu pflegen. Hieße es, geboren, um amerikanisch zu fühlen, etwa in einem Schlagertext, würde man andächtig mitsingen, je platter, desto inbrünstiger. Nur deutsches Denken gilt als unanständig. Und darüber zu sprechen, erst recht. Nicht bei unseren Nachbarn, sondern im eigenen Lande, wo schon der Gebrauch der eigenen Sprache nur in noch grässlichen und sprachlich meist völlig entstellten Englisch-Kauderwelsch erfolgt. Haben Sie schon jemals gemerkt, dass jemand etwas Positives meint mit typisch Deutsch? Wenn wen das noch abstößt, das sind die Ausländer. Oder Deutsche, die länger im Ausland gelebt haben. Sie haben erfahren, dass es internationales oder europäisches Fühlen nicht gibt. Selbstverleugnung gewinnt keine Achtung. Denn in Leugnen steckt Lügen. Soweit der Präsident des Bayerischen Soldatenbundes. Es gibt sie doch, die Deutsch fühlen. Und sie melden sich zum Beispiel in offenen Briefen, wie diesem an den US-Botschafter in Berlin zu Wort, wo es heißt: Sehr geehrter Herr Botschafter Murphy, es ist lange an der Zeit, Ihnen als Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika einmal den Spiegel vorzuhalten. Herr Botschafter, es vergeht kein Tag, an dem in den von Ihren Landsleuten gesteuerten Medien nicht über deutsche Schuld und Kriegslust berichtet wird. Wer hat nach 1945 unzählige Kriege in der ganzen Welt angezettelt? Ihr Land war es. Ich zähle jetzt hier einmal nur die großen Kriege auf. Vietnam, Korea, der erste Golfkrieg, der zweite Golfkrieg, Irak, Afghanistan, Balkan, wo ihre Landsleute unermessliches Leid über die Bevölkerung gebracht haben. Das hat sich davor abgespielt. In den 1930er Jahren kam es durch polnische Bürger immer wieder zu Ausschreitungen gegenüber der deutschen Bevölkerung in den Grenzgebieten und gegenüber deutschen Minderheiten in den Gebieten, die nach dem Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg an Polen abgetreten werden mussten. Ich bin Zeitzeugin, habe diese Grenzverletzung in Pommern selbst miterlebt. Flugzeuge, die von Berlin nach Königsberg flogen, wurden vom polnischen Festland aus beschossen. Güterzüge, die von Schlesien auf dem Weg nach Ostpreußen waren, um die Bevölkerung dort zu versorgen, wurden von Polen nicht mehr zugelassen, obwohl die damalige Regierung für die Benutzung der Gleise bezahlen musste. Im Frühsommer des Jahres 1939 erklärte der Generalinspekteur der polnischen Armee, Ritz Smigli, in einem öffentlichen Vortrag vor polnischen Offizieren, Zitat: Polen will diesen Krieg mit Deutschland und Deutschland wird ihn nicht vermeiden können, selbst wenn es das wollte. Zitat Ende. Im Frühsommer 1939 verordnete die polnische Regierung eine Mobilmachung und am 30.08.1939 erfolgte die Generalmobilmachung, was so viel bedeutete wie eine Kriegserklärung. Ein Überfall auf Polen hat somit nicht stattgefunden. Lord Halifax, britischer Botschafter in Washington, verkündete 1939, Zitat: Jetzt haben wir Hitler zum Krieg gezwungen, sodass er nicht mehr auf friedlichen Wege ein Stück des Versailler Vertrages nach dem anderen aufheben kann. Zitat Ende. Diese Zitate, Herr Botschafter,
müssten sie doch veranlassen, darüber nachzudenken, wer diesen Krieg wollte und entfachte. Asher ben Nathan, der erste Botschafter Israels in Deutschland, antwortete auf die Frage eines Journalisten, wer den ersten Schuss im Sechstagekrieg abgegeben habe, wie folgt. Zitat: Es ist nicht von Belang, wer den ersten Schuss abgegeben hat. Entscheidend ist, was davor war. Zitat Ende. Auf einer Wahlveranstaltung 1940 in Boston erklärte ihr Präsident Roosevelt, Zitat: Ich werde eure Söhne nicht wieder in einen Krieg nach Europa schicken. Zitat Ende. Nach einem Treffen mit Churchill hat er sich 1941 eines anderen besonnen. Er provozierte Japan, schickte die amerikanische Flotte nach Pearl Harbor, verschickte noch einige verschlüsselte Nachrichten, sodass Japan davon ausgehen musste, dass es angegriffen werden sollte. Historiker berichten, er opferte über 2000 Marines, um einen Grund zu haben, in den Krieg in Europa eingreifen zu können. Und dann, Herr Botschafter, kam zunächst ihre Bomber. 1042 deutsche Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht. Alle Städte mit mehr als 3000 Einwohnern, darunter alle Großstädte. In der Wüste von Utah probten ihre Landsleute während des Zweiten Weltkriegs an detailgetreu nachgebauten Mietskasernen die fabrikmäßig geplante Einäscherung deutscher Städte. Der deutsch-jüdische Architekt Erich Mendelssohn hat sie geschaffen, berichtet der Spiegel. Nummer 41 von 1999. Hunderttausende unschuldige Frauen, Kinder und Greise wurden getötet. Ihre Landsleute haben die Todeslager auf den Rheinwiesen errichtet. Über 1 Million deutscher Soldaten ließen dort ihr Leben. Lesen Sie hierzu das Buch »Der geplante Tod« von James Baccue. Man ließ die Gefangenen dort verhungern und verweigerte dem Internationalen Roten Kreuz die Lieferung von Lebensmitteln und Medikamenten. Hunderttausende Deutsche verhungerten, weil die von ihren Landsleuten festgesetzten Rationen nicht ausreichten, um zu überleben. Ein Viertel unseres Landes, nämlich 164.497 Quadratkilometer, mit unermesslichen Werten wurde uns genommen. 346.000 Patente wurden konfisziert. 20.870 deutsche Warenzeichen, 50.000 neue Farbformeln. 523 deutsche Wissenschaftler wurden in ihr Land überführt. Auch ihre Soldaten vergewaltigten deutsche Frauen und Mädchen. Ihre Soldaten raubten und plünderten, befreiten uns sozusagen von unseren Kulturgütern, stahlen Gold und Gemälde und unsere Goldreserven. Es war von dem größten Raub der Geschichte die Rede. 15 Millionen Menschen wurden aus ihrer angestammten Heimat vertrieben. Unzählige Hunderttausende verhungerten oder erfroren. Zehntausende wurden auf dem Weg in den Westen auf Schiffen in der Ostsee versenkt. Amerika ließ das geschehen und schaute tatenlos zu. Ihre Landsleute bombardierten Dresden, eine Stadt, berühmt wegen ihrer Kulturgüter, obwohl sie wussten, dass Zehntausende Vertriebene sich in der Stadt befanden. Mehr als 200.000 Tote nach zwei Luftangriffen. Und am Tag nach der Bombardierung beschossen ihre Landsleute, die auf die Elbwiesen geflüchteten, mit Maschinengewehren. Noch leben einige Zeitzeugen, die es erlebt haben. Es reichte ihren Landsleuten nicht, eine Atombombe über Japan abzuwerfen. Nein, es musste noch eine zweite Bombe geworfen werden. Auf ein paar tausend mehr oder weniger Tote kommt es dabei ja nicht an. Damit sind die USA das einzige Land, das Atombomben je auf Menschen abgeworfen hat. Als die Mauer in Deutschland fiel, hat die russische Regierung ihre Truppen aus Deutschland abgezogen. Noch immer sind aber in Deutschland 70.000 bis 80.000 amerikanische Soldaten stationiert, mit voller Kriegsausrüstung inklusive Atombomben. Wann, Herr Botschafter, werden Sie uns davon befreien? Es gibt so einen schönen Spruch, den ich gerne an den Schluss meiner Abrechnung stelle. Lieber Gott, befreie uns von den Befreiern, die uns von den Befreiern befreit haben. Hochachtungsvoll Gerda Wittun. Man sollte noch hinzufügen, dass Churchill nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht die wichtigsten Mitglieder der deutschen Führung einfach töten lassen wollte. Die Amerikaner wollten ein Gerichtsverfahren. Da die deutsche Kriegserklärung an die USA völlig legal war, musste nach dem amerikanischen Chefankläger Robert Jackson der Krieg in Europa als eine deutsche Aggression gelten, die von Anfang an völkerrechtswidrig war. Doch Jackson sah, dass in einem fairen Prozess die deutsche Alleinschuld nicht beweisbar war. Er stellte nämlich gegenüber seinen alliierten Justizkollegen fest, Zitat,
Die Deutschen werden mit Sicherheit unsere drei europäischen Alliierten anklagen, eine Politik verfolgt zu haben, die den Krieg erzwungen hat. Das sage ich, weil die sichergestellten Dokumente des Auswärtigen Amtes, die ich eingesehen habe, alle zum selben Schluss kommen. Wir haben keinen Ausweg, wir müssen kämpfen, wir sind eingekreist, wir werden erdrosselt. Wie würde ein Richter reagieren, wenn dies im Prozess herauskommt? Ich denke, er würde sagen, bevor ich jemanden als Aggressor verurteile, soll er dies nicht nur einfach leugnen, sondern seine Motive schildern. Zitat: Wenn dieser Prozess in eine Diskussion über die politischen und wirtschaftlichen Ursachen des Krieges hineingerät, kann daraus in Europa, das ich nicht gut kenne, als auch in Amerika, das ich ziemlich gut kenne, unendlicher Schaden entstehen. Zitat Ende. Deshalb wurden fast alle Dokumente und Aussagen zur Kriegspolitik der Westmächte, Polens und der Sowjetunion vom Tribunal als irrelevant zurückgewiesen. Und wer meint, das sei doch alles vor fast 70 Jahren her und heute ohne Belang, der lese unser Grundgesetz, das in Artikel 139 bestimmt, Zitat, die zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt. Zitat Ende. Das ist der Grund, warum Deutschland keinen Friedensvertrag bekommt, keine Verfassung in eigener Souveränität beschließen darf, die Feindstaatenklauseln der VN weiter bestehen bleiben und bis heute die Wahrheit nicht genannt werden darf. Denn unendlicher Schaden entstehen heißt nichts anderes, als dass die Völkerrechts- und Kriegsverbrechen der Alliierten vor den Richterstuhl müssten, damit Deutschland Gerechtigkeit und Wiedergutmachung da erfährt, wo das heute überhaupt noch möglich ist. Das langfristig anzustreben wäre genug Aufgabe deutscher Politik, die bedürfte dazu allerdings befähigter, deutschdenkender Politiker. Wir erleben das Gegenteil. Die Fantasien Einzelner reichen bis zum Auslöschen alles Deutschen und erklären das Vielvölkergemisch als willige und ausbeutbare Satrapie zum Ziel. Thilo Sarrazins Warnung in Deutschland schafft sich ab, drohen danach Realität zu werden. Friedrich Hebbel erklärte vor langer Zeit die Deutschen aber für unersetzlich und begründete das so, Zitat, es ist möglich, dass der Deutsche doch einmal von der Weltbühne verschwindet, denn er hat alle Eigenschaften, sich den Himmel zu erwerben, aber keine einzige, sich auf Erden zu behaupten, und alle Nationen hassen ihn wie die Bösen den Guten. Wenn es ihnen aber wirklich einmal gelingt, den Deutschen zu verdrängen, wird ein Zustand entstehen, in dem sie ihn wieder mit den Nägeln, mit denen sie den Deutschen ans Kreuz geschlagen haben, aus dem Grabe wieder auskratzen möchten. Zitat Ende. Immanuel Kant ermutigt uns aber, das Recht der Deutschen zu verteidigen und Gerechtigkeit gegen Deutschland einzufordern. Er sagt, die ungeschriebenen Gesetze und Zwänge der Natur werden letztlich dasjenige Volk belohnen, das sich allen Widerwärtigkeiten zum Trotz erhebt, um gegen Ungerechtigkeiten, Lügen und Chaos anzukämpfen. Das war stets so in der Geschichte und so wird's immer sein. Weder uns noch unseren Nachkommen wird dieser Kampf ums Überleben erspart bleiben. Zitat Ende. Und weil das so ist, gilt auch heute das, was Theodor Körner vor 200 Jahren den beflissenen Siegergehilfen des Usurpators entgegenschleuderte, als Deutschland sich unter napoleonischem Joch in einer ähnlichen Lage befand. Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade euch Gott. Entscheide immer aus deinem Herzen, aber halte immer die Augen auf. Sei bei allen skeptisch, leg dich nicht fest und zweifle. So kommst du der Wahrheit näher. So grausam und aussichtslos die Dinge momentan erscheinen, stelle dich jeder Situation und schaue nicht weg, hinterfrage sie. Dann ist alles gut.